Servus Leute und willkommen zum zweiten Teil von Immortal Unchained Platinum Walkthrough. So, heute gehen wir den nächsten Planeten besuchen und arbeiten uns zum zweiten Boss vor. So, wenn ihr hier spawnt, wartet kurz ab, bis das Gelaber komplett durch ist. Da ihr ansonsten was verpassen könntet. Den könnt ihr schon mal töten, solange er da labert. Er labert auch nicht so lang. Ihr braucht hier auch keinen Stress zu schieben wegen eurer Lebensanzeige. Bis zum nächsten Obelisken haben wir keine Gegner mehr. Welcome to the primordial realm, the only one that still remains open. It is void. Und geht nicht zu weit voran, bleibt einfach hier, solange labert. Find the Nexus Wall. Take heed where you tread. So. Dann gehen wir hier ein Stückel vor. Und da ist unsere zweite Sehenswürdigkeit von insgesamt 15. Wie gesagt, ihr könnt das nicht nachverfolgen, also sammelt das jetzt auf. Dann hier ein bisschen zur Seite. Passt auf, wenn ihr rennt über längere Zeit, nicht nur kurz lossprinten und anhalten, sondern wenn ihr wirklich rennt und anhaltet, rutscht ein kleines Stück. Also wenn ihr zu nah am Rand seid, kann er auch drüber hinaus rutschen. Oh. Hier ist nichts mehr. Dann ab zurück. Und da ist auch schon unser Obelisk. An dem können wir speichern. Aber das machen wir noch nicht gleich. Da sitzt nämlich jemand. So, sammeln wir das ein. Das ist der Beginn der Nebenquest Verlorene Erinnerung. Redet mit der Tante so lange, bis sie sich wiederholt. Die Nebenquests hier sind alle verpassbar. Und wenn ihr die Nebenquests verpasst habt, könnt ihr auch nicht alle Collectibles sammeln. Also wirklich, macht das. So, gucken wir mal, ob wir noch leveln können. Jawohl, können wir. Was machen wir? Was machen wir? Na, dann pushen wir halt das Leben auch nochmal hoch. So, was haben wir bei den Waffen? So, die rüsten wir jetzt direkt mal aus. Können wir direkt zerlegen. Die könnt ihr eigentlich auch zerlegen, falls ihr sowas gedroppt bekommen habt. Nur falls ihr was bekommen habt, was besser ist als die Schrotflinte, dann könnt ihr es lassen. Ihr könnt es auch gerne ausprobieren, ob es euch besser gefällt. So, das ist ein Aspekt, den wir als Schütze von vornherein ausgerüstet haben. Das können wir später tauschen. Wir machen also auf lange Distanz mehr Schaden als auf kurze Distanz. So, weiter geht's. So, hier gehen wir runter. Vorsichtig, von links wird ein Gegner kommen. So, wie man schön sagte, da kommt er schon. Oder auch nicht. Normalerweise läuft er euch entgegen. So, noch eine TRM-Spritze, fantastisch. Dann hier die Bits einsammeln. Und jetzt gehen wir und holen uns die nächste uralte Scherbe. So, da ist sie auch schon. Einfach die Rampe runter. So, das ist die Scherbe 3 von 58, der bleiche Kristall. So, dann nehmen wir noch das auf. Wie gesagt, vollkommen egal, welcher Stufe die Waffe ist. Wenn es eine Pistole ist, könnt ihr es direkt zerlegen. Je besser die Stufe, umso bessere Teile kriegt ihr daraus und umso mehr Bits. So, die Treppe können wir nachher als Shortcut runterlassen. Aber erstmal müssen wir dem da eine geben. So. Oh, er hat eine Komponente fallen lassen, die holen wir uns nachher. So, dafür fehlen uns noch ein paar Schlüssel. Die
Kisten beinhalten meistens Waffen, die ihr auch woanders kriegt und so weiter und so fort. Also ihr müsst nicht alle Kisten aufmachen. Die, die wir wirklich brauchen, werden wir aufmachen. Alles andere werden wir getrost ignorieren. So, passt auf, da unten werden auch noch zwei spawnen, zwei Nahkämpfer. So, können wir hier die Bits aufsammeln. Mit dem aufgeladenen Schuss pumpt ihr die Jungs gleich weg, aber ihr verbraucht halt für einen aufgeladenen auch wirklich viel Munition. Ich glaube, für einen aufgeladenen braucht ihr 4 Schuss mindestens. Entweder sind es 4 oder 6. Müsst ihr mal gucken. Die Waffen auch immer nachgeladen halten. So, dann ein bisschen sachte hier ums Eck. Da oben sind 2 oder 3. Da auf der Seite sind 2 und einer spawnt noch hinter dieser Brücke. Also seid auch in Gefahr. So. Okay, der ist weg. Jetzt müssen wir die 2 da oben wegkriegen. Der hat eine Granate geworfen. Wie ihr seht, können sie sich auch selber Schaden machen. So, dann tun wir hier mal kurz ums Eck spicken. Unten wegrotzen. So, der Typ ist weg. Der tut nachladen, den holen wir auch gleich. So. Diese Schilde, die halten nur eine bestimmte Menge an Beschuss aus. Trotzdem, wenn es nicht sein muss, lasst sie entweder stehen oder macht es mit Handgranaten. So, da sind auch nochmal 2 da oben. Mal gucken, ob wir sie alle von hier kriegen können. Oh, den habe ich ganz vergessen. Der schleicht normalerweise auf so einer kleinen Route hinten rum. Anscheinend habe ich ihn zum falschen Zeitpunkt erwischt. So, da oben müsste noch irgendwo einer sein. Wir laden kurz nach. So, wo ist er? Da ist er. Da ist unsere Komponente. Eine Basiskomponente, also einfaches Upgrade-Material für die Waffe. So, der Junge ist auch weg. Dann die Bits hier holen. Dann ein bisschen vorlaufen und die Leiter runterlassen. Das spart euch, falls ihr hier öfter mal lang müsst, einfach den Konflikt da unten. Und dann könnt ihr auch gleich die Jungs oben ins Visier nehmen. So, da oben, glaube ich, haben wir alles eingesammelt, wenn ich mich richtig erinnere. Jawohl. Dann holen wir uns hier die Bits und dann holen wir uns hier das nächste verlassene Idol. Die Frau auf Abwägen, die Nummer 2 von 57. Gehen wir einmal kurz diesen Weg da hinten lang, weil da gibt es noch eine Kiste zu holen. Im Moment ist alles wichtig für uns. Wie ihr seht, das ist einfach nur ein Kreis und dann kommt ihr hier oben raus. Sonst wärt ihr da unten. Jetzt seid ihr halt hier oben. So, ihr müsst hier rein. Und links ist eine Kiste. So, das wäre zum Beispiel ein Sturmgewehr. Falls ihr kein Glück mit Waffendrops hattet, könnt ihr das dann am Obelisken ausrüsten. Ist immer noch besser als die Anfangswaffe. Viele Gegner haben wir hier nicht mehr übrig, also müsst ihr euch um die Munition jetzt keine großen Gedanken machen. Ansonsten müsstet ihr auch ein paar kleine Munitionspakete haben. Denkt immer dran, ihr habt Nachschub. So, hier müsste noch ein Nahkämpfer spawnen irgendwo. Aufpassen, im Boden gibt es Fallen. Da ist so eine Falle. Ich roll mal drüber. Also sie wird euch nicht umbringen, aber sie wird euch Leben abziehen. So, der Junge ist auch weg. Okay, dann können wir mal die Brücke überqueren und unser Zeug dort erledigen. Noch ein paar Collectibles. Ein paar Bits. So, die Tür können wir nachher aufmachen. Hier werden wir nachher zurückkommen aus dieser Tür, wenn wir den Boss umgebracht haben. So, einmal hier zwischen den Steinen durch.
hier vor und da ist unser drittes Mahnmal von 38. So, dann haben wir das. Ja, da unten sind Schritte. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. So, dann einmal da unten gibt es noch was. So, und da vorne gibt es noch eine uralte Scherbe. Da könnt ihr auch rüberkommen, wenn ihr wollt. Das ist die Nummer 4 von 58, der eisige Kiesel. So, dann gehen wir hier wieder hoch und rechts. So. Und da finden wir den zweiten Schrein von 25. Und der gibt uns etwas besseren Stabilitätswiderstand, also dass die Gegner uns weniger Stabilitätsschaden machen. Stabilitätsschaden hier funktioniert so, je niedriger eure Ausdauer, umso leichter seid ihr von Beinen zu holen für die Gegner. So, das nehmen wir auch mit, noch eine Basiskomponente. So, ich glaube, da unten haben wir alles. Leider müssen wir jetzt wieder einmal so rumrennen, um wieder auf die Brücke hochzukommen. Aber wie gesagt, am Anfang sammelt wirklich alles ein. Alles ist von Nutzen. So, da die Kiste da oben brauchen wir unbedingt. Da ist ein Cerium-Erlass oder ein Adamant-Protokoll oder sowas. Auf jeden Fall ein Schlüssel. So, hier gibt es das nächste verlassene Idol. Einmal die Kiste hier mitnehmen. Und dann hinter dem Wasserfall. Das ist die Nummer 3 von 57. Die verlorene Gefangene ist es. So. Da hinten gibt es noch eine Kiste für uns. Wie gesagt, denkt an die Fallen im Boden. Die Pistole ist auch vollkommener Müll, wie alle Pistolen. Habe ich schon 100 Mal, glaube ich, gesagt. Trotzdem. So, dann müssen wir hier lang gehen. Da ist die blöde Falle. So, haben wir alles. Ja, wir haben hier alles. Also einmal die Treppe hoch. Wenn ihr oben seid, wird direkt links von euch einer spawnen und zwei auf der Brücke. Also sucht Deckung hinter dem Pfeiler, wenn ihr euch um den Typen links kümmert. So, der ist weg. So, die anderen Typen könnt ihr von hier holen. Ein bisschen sachte ums Eck hinspicken. Kurz in Deckung gehen. Ausrichten, weg. So, dasselbe könnt ihr mit dem anderen Typen machen. Ihr habt ja hier ein bisschen Deckungsmöglichkeiten. So, und nochmal eine und dann sollte er weg sein. Jawohl. So, dann hier die Bits einsammeln und noch nicht da vorne die Leiter runter. Erst hier über die Brücke und die Kiste da hinten holen. So, unser zweiter Cerium-Erlass. Jetzt haben wir schon zwei von den Schlüsseln. Unbedingt mitnehmen. So, dann diese Treppe runterrutschen. Nicht geradeaus rennen, sonst seid ihr Matsch. So, von da werden wir dann nach dem Bosskampf kommen. Also wir werden einen Shortcut aufmachen. So, hier die Brücke kurz aktivieren. Okay, zum Obelisken gehen. Die Kiste ist auch noch verschlossen, können wir auch noch nicht aufmachen. Aber wie gesagt, in den meisten ist noch Schrott drin. So, was haben wir an Waffen bekommen? Direkt zerlegen, also in meinem Fall zerlegen, in eurem Fall nicht. So, nochmal aufleveln.
Will ich das Ding? Nein, will ich eigentlich nicht. Direkt zerlegen. Eigentlich sollte ich die Flinte auch zerlegen, aber ich lasse sie einfach mal im Inventar, solange ich keine Komponenten oder Bits brauche. Und die da könnten wir noch einmal hochpushen. Also solange ihr nur normale Komponenten verballert, könnt ihr das tun. Wenn es fortschrittliche Komponenten seid, dann solltet ihr aufhören, weil die sind wertvoll, die brauchen wir dann später, um die richtig geilen Waffen hochzupushen, damit wir dann wirklich alles Mögliche wegrasieren können. So, was tun wir, was tun wir? Machen wir es halt so. Arbeiten wir uns langsam an der Wahrnehmung hoch. No, wir haben noch einmal Bitkapsel klein. Bringt uns das was? Keine Ahnung. So, und jetzt gehen wir ins nächste Areal. Hier die Kiste mitnehmen. Da die zwei Typen wegrotzen. Wieso ist er eingefroren? Komisch. Also wenn ihr seht, ihr könnt sie mit einem Schlag finishen, dann macht das, spart wirklich. Am Anfang müsst ihr mit Munition ein bisschen vorsichtig umgehen. Passt auf, hinter euch ist noch ein Typ und der kann ziemlich reinhauen. Er kann diesen hier abfeuern, er kann aber auch Munition abfeuern, die euch verfolgt. Und die verfolgt euch dann wirklich. Wenn ihr solche Kabel seht, das heißt, irgendwo in der Nähe ist immer entweder ein Obelisk oder ein Rüstungsschrein. So, da vorne ums Eck ist auch nochmal ein Kanister. Energiepflaster, Basiskomponente, sehr schön. Upgrade-Material ist immer gut. So, dann gehen wir hier erstmal links rum. Holen uns noch ein bisschen Collectibles. Dann zeige ich euch einen Weg, den solltet ihr. Ihr könnt natürlich gehen, aber ich würde euch nicht empfehlen, den zu gehen. So, da ist unser nächstes verlassenes Idol. Das ist die 4 von 57 und das heißt die Schwester. Vorsicht, Falle. Dann die Kiste hier mitnehmen. Da ist unser Adamant-Protokoll drin. Wie gesagt, vergesst diese Schrotflinte, die braucht viel zu viel Stärke und das sind Punkte, die ihr später dann halt wieder farmen müsst, wenn ihr jetzt das ausgibt. Und die sind wirklich nicht so von Nutzen, wie man sich denkt. So, von da kommen wir. Also es ist immer alles miteinander verbunden. So, klettern wir mal hoch und dann seht ihr, warum ihr diesen Weg nicht nehmen solltet, aber ich zeige euch auch gleich die Route, die ihr nehmen solltet. So, da unten steht ein Typ, da auf der Mittelplattform sind zwei und da oben ist auch noch eine ganze Armee. So, den haben wir weg. Den haben wir weg. So, jetzt verstecken wir uns mal hinter dem Schild. Und wie ihr seht, es hält die Kugeln ab, aber irgendwann jetzt bricht es. So, ein Collectible und jetzt bin ich tot. Super. Aber in dem Fall werdet ihr jetzt sehen, wie das aussieht, eure Bits. Ihr müsst nichts drücken, um sie aufzunehmen. Ihr müsst einfach nur drüber laufen. Und jetzt laufen wir die Route, die ihr nehmen solltet. Also klettert da nicht hoch, sondern lauft einfach zurück und folgt der Route, die ich euch jetzt zeige. Das ist dann die zweite Route, unser nächstes Collectible. Das ist die 4 von 93, die Insignie des 67. Legion. Also, wieder die zwei töten, an den Typen hinter euch denken, mit den Suchgeschossen.
So, und dann hier den Mittelgang runter. Seht ihr, er hat uns anvisiert. Das sind die Suchgeschosse. Und da kommen sie schon. Und die können euch wirklich... Unser nächstes Collectible, fantastisch. Das ist das Scheingrab 593, Banner des Abgrunds. So, töten wir den, bevor er merkt, dass wir da sind. Ah, das ist ein Verbrauchsgegenstand. Und passt immer auf, wo ihr hinausweicht. Nächstes Collectible gedroppt. Wie gesagt, die Dropraten hier sind wirklich human. Das ist das Scheingrab 6 von 93 und das heißt Gewerkschaft. So. Dann sammeln wir mal die Bits hier ein. Dann gehen wir dahin, wo der Sniper war. Da ist eine Kiste. Und da ist unser Cerium-Erlass Nummer 3 drin. So, dann gehen wir hier in diese Gasse rein und nehmen den Container mit. Dann gehen wir ein Stückchen vor und wieder nach rechts. Und da ist unser nächstes verlassenes Idol. Töten wir zuerst den Typen. Also von da sind wir gekommen. Da müssen wir hin. Das ist die verfluchte Kriegerin, die Nummer 5 von 57. Das da einsammeln. So, links von uns ist noch eine Kiste. Da hat er versucht uns zu erfassen. So könnt ihr die Schilde mit der Granate deaktivieren. Oh. Schießen die aber aus allen Rohren hier. Oh, was haben wir da? Großes Munitionspaket, sehr schön. So, eine MP mit Feuerschaden. Also die Gegner brennen dann halt. So, den können wir von hier unten ein bisschen sachte wegholen. Passt auf, von hinten können noch Leute runterkommen. Ja, da ist auch schon einer. So, jetzt hat er uns anvisiert. Das war jetzt riskant. Unser nächstes Collectible. Wie ihr seht, die droppen ziemlich gut und wir brauchen nur 93, also kein Stress. Und nächstes Collectible. Das ist die 7 und 8 von 93. Einmal die Käferpatrone und einmal die Haarlocke. So, jetzt gehen wir mal zurück und holen mal den Typ von da oben runter. Da hinten ist noch mal einer. Falls er was droppt, kann man den Platz auch erreichen, obwohl es so aussieht, als ob man das nicht kann. Aber es geht. So, dann schleichen wir langsam hier weiter. Guckt immer, dass ihr ein bisschen Deckung habt, während ihr euch mit den Typen beschäftigt, sie nach und nach zu euch kommen. Weil hier könnt ihr wirklich einmal falsch ausgewichen, so wie bei mir, und ihr liegt irgendwo im Graben. So, wir haben nochmal was bekommen, können wir aber auch nicht benutzen. Irgendeiner der Stats war rot. Ein kleines Munitionspaket. So. Und immer langsam, weil hier ist ein Haufen Gegner. So, da vorne ist dann unser nächstes Collectible gleich. Aber erstmal gehen wir hier hin und sammeln die Bits hier ein. Und da oben, denn da könnten wir eigentlich auch wegmachen. Toll. Okay. Langsam geht die Munition zur Neige. Also wie gesagt, sollte das bei euch der Fall sein,
könnt ihr jederzeit so ein kleines Munitionspaket poppen und es einfach nutzen, weil es ist noch ein kleines Stück vor uns mit ein paar Gegnern und einer davon ist ein neuer Gegner und könnte am Anfang etwas hart sein. So, da liegen meine Bits, wo ich gestorben bin. So, die uralte Scherbe 5 von 58, der gefrorene Knochen. Diese Leiter könnt ihr runterlassen als Abkürzung. Vorsichtig. Ich laufe mal schnell hoch und hol den Typen. Ich will jetzt nicht unbedingt meine letzten paar Schuss aus der Schrotflinte für ihn vergeuden. So. Gut. Wie gesagt, lasst die Leiter runter. Für den Fall, dass ihr sterbt, habt ihr dann halt schon eine große Abkürzung nach oben. Ihr könnt dann hier auch einfach durchrushen und. Aber am besten am Anfang macht ihr jedes Areal ein, zweimal. Einfach wegen der Waffen, wegen der Collectibles. So, der Typ ist neu. Wenn ihr noch Munition habt für euer Scharfschützengewehr, versucht ihm eins in den Rücken zu geben. Es wird ihm ein großes Stück Leben abziehen. Er sieht euch aber auch vom Weiten. Und er kann ziemlich gut Damage machen. Falls ihr ihm in den Rücken schießen wollt, aimt ein bisschen voraus, weil wie gesagt, die Kugeln hier fliegen langsam. So, jetzt hat er uns bemerkt und kommt runter. Ich wechsle zur Schrotflinte. Bei dem Typen müsst ihr ausweichen, sonst wird er das da mit euch machen. Und er kann 3 bis 4 Mal feuern, bevor er nachladen muss. Einmal direkt und einmal so als Fächer. So, jetzt lädt er nach. Wir brauchen einen Schuss, jawohl. Und ihr kriegt hier seine Waffe. Die habe ich bis jetzt jedes Mal gedroppt. Und dann machen wir den Jungen noch weg, damit er uns hier nicht stört. Ja, sehr schön. Auf Wiedersehen. So, dann können wir die restlichen Sammelobjekte holen. Am Guide machen. Ich kann keine Pause machen. Sorry für den Ton im Hintergrund, da hatte ich mein Mikro nicht aus. So, das ist verlassenes Stoll 6 von 57, das Mädchen. Unter dem Ding ist noch ein Kanister unter der Brücke. So, das da nehmen wir noch mit. Dann hier hinter diesem Zaun oder was auch immer, Absperrung, sind noch ein paar Bits. So, und jetzt gehen wir mal darüber, öffnen uns einen Shortcut für den Fall der Fälle, dass wir beim Boss sterben, dass wir auch einen Punkt zum Zurücklaufen haben, ohne uns jedes Mal durchkämpfen zu müssen. Aber vorher gehen wir noch nach links und holen uns unseren Schrein Nummer 3 von 25. Senkt erlittenen Feuerschaden. So, wir machen die Tür hier auf. Gehen nochmal kurz runter, ich zeige euch das, dann können wir unsere Spritzen auffüllen, unsere Munition auffüllen und nehmen dann denselben Weg wieder zurück und gehen zum Boss. So, wenn wir gespeichert haben, war es das für diesen Teil und den Boss machen wir dann im nächsten Teil in Ruhe, damit das alles nicht zu lang wird. Haut rein, viel Spaß beim Trophäenjagen, ciao ciao!